Leute, ich bin's Conny und heute geht's weiter mit Lumion Legacy. Es geht jetzt auf zur Arena. Wir legen los. Ich nehme das Video am heißesten Tag des Jahres wahrscheinlich auf. Ich bin vollkommen fertig, aber wir müssen uns jetzt auch langsam mal darum kümmern, nicht die Arena, sondern das Theater durchzuspielen. Unsere neu gewonnenen Freunde werden dann hoffentlich ein paar sinnvolle Informationen im Publikum erhaschen. Guck gerade, ob hier schon jemand steht, aber nein. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. So, wir sind drin. Hübsche Arena, sehr rustikal eingerichtet. Könnte in Berlin liegen. Hallo Trainer, bist du hier, um an der Challenge teilzunehmen? Ja klar, bin ich das. Alles klar, folge mir. Und dann geht er da durch. Oh ja. Willkommen in Berlin. So, dann spreche ich mal mit diesem komischen Typen hier. Hey, der Bist du ready? Nein, ich bin nicht ready. Mir fiel ja gerade ein. Okay, die haben Feuer. Die haben Dings, Lumions. Und dann nehme ich wahrscheinlich Volcalor als mein Starter-Lumion. Okay, jetzt bin ich ready. Klar bin ich ready. Komm, lass mich rein. Willkommen, willkommen. Es geht nun los mit unserer ersten Challenge. Da steht ein kleiner Roboter auf der Bühne. Applaus für Conny und sein Riesenviech hinter ihm. Nimm Platz auf der Bühne, Conny. Alles klar. Um das Puzzle zu schaffen, Battle Theater, musst du diesen Kompaktor zu seinem Ziel führen. Okay, dieser Cube, da ist das Ziel. Ich muss irgendetwas machen und selbst herausfinden, wie ich es hinkriege. Okay, eigentlich ist es ja ziemlich leicht, weil das Einzige, was ich machen muss, ist ihn hier außen rumschicken und dann rein. Aber das ist wahrscheinlich nicht erlaubt. Okay, wir gehen erstmal auf diesen Button und... Ah, okay. Jetzt gehst du dahin. Ah, Space für Control Compactor. Ah. Jetzt kann ich mich selbst wieder kontrollieren. Aber was bringt's mir? Kann ich das Ding hier verschieben? Das Ding hier kann ich verschieben. Okay, okay. Dann, ich verstehe. So ein Rätsel ist. Das finde ich cool. Das kann man auf jeden Fall machen. Weil der Compactor, der kommt erstmal hier rauf. Ich, boah, schwierig. Nee, nicht schwierig. Ich komme hier rauf. Doch, das ist schwierig. Weil wenn der Compactor hier drauf ist und ich vom Knopf runtergehe, dann wird er nicht mehr hochgeschoben. Okay. Und ich kann die Kiste einfach so verschieben. Oh mein Gott, ist das einfach. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich das machen kann. Das ist ja mega einfach. Lol. Sagt das doch jemand. Dann kann ich mich hier raufstellen. Beziehungsweise, was viel wichtiger ist, ich kann den Compactor hier raufstellen. Dann stelle ich mich hier in die Mitte rein. Und dann kann der Compactor einfach durchlaufen. Lol. Unglaublich. Wie ist er nur auf diese Idee gekommen? Das Rätsel hat noch nie jemand gelöst. Alles klar, Conny. Hier ist dein erster Herausforderer. Polizei, führt ihn ab. Ich bin heute nicht im Dienst. Du solltest dich trotzdem gut benehmen, ja? Alles klar. Okay, wir kämpfen jetzt auf den Knöpfen. Aber, ich glaube, das ist ein bisschen unfair, was gleich passiert. Matzblätter hat sogar doppelte Effektivität gegen den... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Matzblätter. Ah, okay, es ist aber eine schwache Attacke. Ja, gut. Er macht jetzt Chomp, er beißt mich und zieht mir... Ui, der hat mir 10 AP abgezogen. Okay, dann muss ich ihn jetzt besiegen. Tut mir echt leid. Tut mir leid, aber du bist jetzt weg. Patschul. Super effektiv. Volcalor kriegt 279 dazu. Okay, er möchte den nächsten Patschul schicken. Ich werde nicht switchen. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Ich glaube, das wird in die Hose gehen, aber ich mache einen Fire Slam. Danach muss ich ja mal eine Runde aussetzen, aber ich will gucken, ob wenn er dann sein Lumion wechseln muss, ob die Runde dann schon zählt oder nicht. Ich glaube nicht, aber man kann es ausprobieren. So. Sein Patchou ist besiegt. Volcalor kriegt Dings. Wir kriegen Erfahrungspunkte, so wie immer. Und er schickt sein nächstes Patchou. Ich möchte nicht wechseln. Und mein Lumion muss sich wahrscheinlich erholen. Ja, ah nee, er macht Quick Pounds. Und ich muss mich erholen. So rum ist es. Na gut. Ja, dann mache ich dich jetzt trotzdem weg, mein Bro. Also einfach... Bam! Tut mir leid. Da muss ein Programmfehler in meiner Kampfstrategie vorliegen. Tja, manchmal reicht einfach unglaubliche Stärke, um zu gewinnen. Aber ich habe 1400 Kröten dafür bekommen. Geil. Okay, nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir gleich wieder da. Okay, Leute, willkommen zurück von der Werbeunterbrechung. Ich werde jetzt noch mir einmal einen Trank reinpfeifen. Weil ich habe so viele Tränke. Da kann man das auch mal machen. Wie macht man das nochmal? Hier, ich habe nur 5 Tränke. Na gut, ich habe auch nie welche dazu gekauft. Aber Volcalor, 20 AP. Diese Tränke bringen ja gar nichts. Okay, ja, mein Team ist healed up. Wir sind ready für den nächsten Kampf. Alles klar, los geht's. Herzlichen Applaus für Conny. Yeah, Conny. Warum steht hier im Publikum eigentlich keiner meiner Freunde? Ich dachte, die gucken zu. Ich dachte, die sind hier dabei. Runde 2 bringt uns auch das nächste Puzzle. Ach Mensch, ich dachte gerade, das wird jetzt so einfach. Okay. Oh, das ist ein kritisches Ding. Wenn ich einen dieser Blöcke zur Seite schiebe, kann ich ihn nicht mehr wegschieben. Also muss ich jetzt gut überlegen, was ich hier mache. Also wo ist der erste Knopf, den ich erreichen könnte? Theoretisch. Da ist der erste Knopf, also müssen wir das jetzt machen. Ich schiebe den Block hier hin, vielleicht war das ein Fehler. Dann mache ich diesen. Dann ist der da unten frei. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, wenn ich jetzt den mache, dann ist das jetzt einfach so, wie es ist, ne? So, wenn ich ihn hier raufstelle, ist der da frei. Dann kann ich hier hin und könnte den grünen freimachen oder halt den roten nochmal freimachen, damit er wieder raus kann. Könnte dann den grünen freimachen, damit er dann theoretisch hoch könnte. Ja, ja, genau, das ist der richtige Weg. Dann kann ich den gelben freimachen, damit ich hier wieder raus kann und müsste dann jetzt irgendwo den lilanen finden. Und der ist da unten. Das ist jetzt kritisch. Wie komme ich da hin? Den hier kann ich ja nirgends hinschieben. Doch, kann ich. Doch, kann ich. Ich schiebe den nach hier unten, mach dann nochmal den.
den hier. Und dann komme ich von der Seite hier. Dann mache ich diesen hier. Schiebe ihn hier rein. Oh, das ist ein richtig komplexes Rätsel. Das gefällt mir. Es ist kein schweres Rätsel. Aber es erfordert halt hin und zurück gehen. Das finde ich voll cool. Da muss man nachdenken. Nicht einfach nur wild ausprobieren. Und jetzt kann ich hier auch runtergehen. Und weil ich hier runtergehen kann, kann ich hier dann auch wieder hochgehen. Lol. Ich bin ein Idiot. Ich brauchte hier gar nicht hingehen. Ich konnte einfach diesen machen, dann so machen. Das einzige Problem, das ich jetzt hatte, ist, dass ich die ganze Zeit die Aufgabe von meinem Kompaktor da übernommen habe. Und mein Kompaktor hat die Aufgaben von mir übernommen. Also müssen wir kurz mal Positionen tauschen hier. Ja, dann restarte ich das Puzzle mal und mache das ganze Ding nochmal umgekehrt. Das heißt, ein Kompaktor geht zuerst los. Und zwar auf den hier. Und dann machen wir das jetzt nach und nach. So, dann ich auf den gelben. Er auf den roten, damit ich wieder raus kann. Er auf den grünen, damit ich oben rein kann. Dann schiebe ich einmal das Ding hier rauf. Gehe dann hier auf den gelben, damit er hier rein kann. Und dann gehe ich hier rauf. Und dann haben wir das Rätsel easy gelöst. Awesome! Ein weiteres Puzzle. Ein weiterer Kampf. Hier kommt der Herausforderer. Und es ist irgendeine Frau mit grau-türkisen Haaren. Meine Cybertech hilft mir, von all meinen Kämpfen zu lernen. Kannst du das selbst nicht? Hast du kein Gehirn oder so? Ich kann meinen Gegner analysieren, um seine Schwächen herauszufinden. Die Zukunft der Lumion-Kämpfe ist künstliche Intelligenz. Mit dieser Technologie kann ich nicht verlieren. Naja, also du kannst schon noch verlieren, weil meine Lumions sind einfach viel stärker als deine. Aber Teriti, was ist das denn für einer? Oh mein Gott, ist er süß. Den muss ich einmal kurz wegmachen. Das tut mir jetzt echt leid, aber BAM! Na gut, das war's dann. Jetzt will sie Whimpor senden. Das klingt für mich tatsächlich wie ein Geisterlumen. Ich werde wechseln. Einfach mal zu Shoshi, damit Shoshi mal wieder auftreten kann. Willkommen in der Arena, Shoshi. Und da kommt Whimpor. Ach, das Ding ist es. Ach ja, okay. Das ist dann natürlich doof, ne? Da bin ich nicht sehr effektiv. Dann muss ich doch noch einmal wechseln. Das tut mir jetzt leid. Soll ich mal meine Motte reinholen? Ich glaube, ich hole mal meine Motte mit in den Kampf. Ich weiß gar nicht, ob die Effektivitäten hat, aber ich glaube, da müsste wenigstens eine Attacke normal sein. Ei! Hey, lass das. Meine Verteidigung ist gefallen. Life Drain ist normal. Okay, dann mache ich Life Drain. Gib mir deine Lebenskraft. Jetzt macht das Cyclone Slam mit meiner verringerten Verteidigung. Gibt mir. Ist auch noch super effektiv. Das macht mir ordentlich Schaden. Aber zum Glück kann ich Life Drain machen, um meine Leben wieder aufzufüllen. Gib's mir, Baby. Ah, ja. Ich bin nicht ganz voll geheilt, aber ich kriege jetzt ein Level ab. Das ist doch auch schön. Level 35. Hast du mich gerade mit deinen menschlichen Fähigkeiten alleine geschlagen? Ja, weil meine Lumions sind einfach stärker als deine. Und ich habe Trainer Level 29 erreicht und krieg eine Menge Zeug. Die könnte ich auch alle mal verwenden, aber ich glaube, ich benutze sie alle im Late Game und jetzt noch nicht. Einfach unglaublich. Wo sind meine Freunde? Ich dachte, die sind im Publikum. Eine weitere exzellente Leistung von Conny. Wir sind zurück nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Langsam reicht's aber mal mit den Werbeunterbrechungen hier. Lass mich wieder rein. Okay, meinem Volcaloa geht es fantastisch, aber ich möchte jetzt einfach wieder rein. Als nächstes geht's gegen den Battlestar Faust. Bist du ready? Ja klar, bin ich ready. Conny, komm zurück auf die Stage ein weiteres Mal. Ich habe richtig schlecht übersetzt diesmal. Applaus für Conny! Nimm deinen Platz auf der Stage ein. Und jetzt kommt die finale Challenge. Okay, ich glaube, ich muss mit ihm erstmal anfangen hier, ne? Und dann machen wir diesen, dann machen wir diesen, dann machen wir diesen. Na gut, wenn wir hier diesen machen, dann bringt mir das nicht viel. Oh, ich sehe gerade, da ist eine Kiste zwischen. Die hätte ich vielleicht berücksichtigen sollen. Dann machen wir diesen hier, dann machen wir diesen, dann machen wir diesen, dann machen wir diesen. Dann laufen wir hier einfach raus, dann machen wir diesen und diesen. Und das ist mal wieder die Aufgabe von mir und nicht von dir, sorry. Also du musst dich kurz mal auf den Knopf stellen. Ich gehe hier hin, stelle mich dann auf diesen Knopf hier rauf. Und du kannst dann einfach diesen und diesen verschieben, dann diesen verschieben und so und dann haben wir das. Unglaublich! Nun, einen großen Applaus für den Battlestar Faust! Oh mein Gott, da kommt sie mit ihrem Cyberarm. Wie sehr hast du die Challenges geschafft? Ich muss zugeben, als ich dir bei Polotkorb begegnet bin, hätte ich nicht gedacht, dass du es so weit bringen würdest. Ich habe mein Cybergear bei Polot genutzt, um dich zu scannen und deine Trainergeschichte herauszufinden. Und es sah so aus, als hättest du erst kürzlich dein Abenteuer als Trainer begonnen und du hättest gerade mal 2 Theatermedaillen. Auch wenn das nicht sehr einfach ist, ist es immer noch nicht sehr beeindruckend. Wenn du meinen Respekt verdienen willst, dann musst du gegen mich in einem Kampf gewinnen. Aber warum hast du mich ohne mein Einverständnis gescannt? Was los? Ah, egal. Ein Kampf wird nicht einfach. Weißt du, nach meinem Unfall konnte ich nicht mehr für mich selbst sorgen. Ich habe meine Beine und einen Arm verloren. Ich habe meinen Willen verloren, überhaupt etwas für mich selbst zu tun. Wenn Polotkorb mir diese Körperteile gab, habe ich geschworen, immer mein Bestes zu geben. Okay, danke, ich habe deine Geschichte schon verstanden. Du hast deine Arme und Beine verloren. Das ist echt traurig. Ah, jetzt, wo du weißt, mit wem du es zu tun hast, lass uns beginnen. Faust, yeah. Cool. Gut, Faust, schick ein Mantrill. Alter! Okay. Aber ich glaube, ich werde dich trotzdem one-hitten können mit einem Fire Slam. Da bin ich mir ziemlich sicher. Fire Slam! Siehst du, Mantrill ist weg. Volcaloa kriegt 760 Experience dazu. Ich habe einfach den Type Advantage. Jetzt schickt sie Concredon. Keine Ahnung, was das ist, aber ich werde Lumiens wechseln.
Und zwar zu Shartiki, zu meinem guten alten Kabunga. Weil Kabunga wird dann einfach ein Fire Breath raushauen. Ui, das sieht aus wie Metall und Wasser. Dann bin ich ja doppelt effektiv mit Feuer. Nee, bin ich gar nicht. Er ist nicht Wasser. Doch, er ist Wasser. Ich bin nicht effektiv gegen Wasser. So rum ist es. Egal, ich mache jetzt erstmal Fire Breath. Und... weg ist er. Super effektiv. So, hast du noch was zu bieten, Faust? Faust ist Level 36 und Faust checkt Stratosaur. Ist das dieses... nee, ist es glaube ich nicht. Ich werde noch einmal zurückwechseln zu meinem Volcaloa, weil da, diese Arena ist einfach nur dafür da, um Volcaloa und Shaktiki glänzen zu lassen. Beide sollen zeigen, was sie drauf haben. Alter, was ist das denn für ein Ding? Das wird jetzt erstmal getötet. Töten, 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 töten. Bam! Und tot. So, war das alles? Oder soll ich noch eins deiner Lumions one-hitten? Selbst, sie meinte so, obwohl ich mein Bestes gegeben habe, hast du es geschafft, mich zu besiegen. Ja, du konntest gar nicht dein Bestes geben. Ich hatte immer die erste Attacke und hab dich ge-one-hitted. Was soll ich tun? Sieg! Okay. Conny hatte Battlestar Faust besiegt. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast dir das hier verdient. Die Medaille. Du hast die Cyber-Medaille bekommen. Yeah, cool. Cyber. Trotz meiner ganzen Cyber-Enhancements warst du in der Lage, mich zu besiegen. In dir steckt irgendetwas, was keinen Maschinenprozessor ersetzen kann. Ich fühle mich geehrt, deine LumiWatch mit meiner Signature-Software auszustatten. The GeoHop Add-on was installed on your LumiWatch. Das ist jetzt Fast Travel. Und du musst dir vorstellen, ich habe jetzt eine App auf meiner LumiWatch, mit der ich mich teleportieren kann, oder wie? Wir gucken uns gleich an. Die Navigate-App hat jetzt neues Feature dazu bekommen. Jetzt kannst du... Instant Traveln. Dankeschön. Dieses Feature ist wirklich unverzichtbar für einen Prominenten wie mich. Augenblick. Ich muss dich gar nicht scannen, um zu sehen, dass dir irgendwas durch den Kopf geht. Was ist los, Conny? Ein Stein mit einer dunklen Aura irgendwo in Polotkor? Ich habe nichts gesehen, was auf diese Beschreibung passt. Es ist schon möglich, dass ich sowas in der Einrichtung befinden kann, aber das wäre dann auf einer Etage, die ich noch nicht besucht habe. Ich habe Dr. Fanta zugehört, wie sie mit ihrem Mitarbeiter über ein Top-Secret-Projekt in einer geheimen Etage gesprochen haben. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie dort einen einfachen Stein haben würden. Wie auch immer, ich würde trotzdem nicht bei Polotkor herumschnüffeln, falls es das ist, was ihr plant. Sie haben eine Menge Security Guards auf dem gesamten Campus und wenn es auf ihrem Top-Secret-Floor ist, dann gibt es keine Möglichkeit für euch, wie ihr da eindringen könntet. Und so viel ich auch Polotkor schulde dafür, dass sie mir mein Leben zurückgegeben haben, muss ich schon zugeben, dass ich es etwas sass finde, was sie dort veranstalten. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie irgendetwas verdecken wollen würden. Wie auch immer, sei sehr vorsichtig mit all dem, was du vielleicht vorhast. Ich werde dir auf jeden Fall nicht helfen, falls du in irgendwelche Schwierigkeiten gerätst. Ich mache jetzt Urlaub. Tschüss. Okay, viel Spaß im Urlaub. Ich find's lustig, wie mein Lumion die ganze Zeit in mir drin war. Ich konnte nichts daran ändern. So, dann gehen wir mal raus. Fragen unsere Freunde, warum sie nicht im Publikum saßen. War ja schon eine Frechheit von denen. Meanwhile. Oh, meanwhile? Ich wusste es! Jake! Oh, ich sollte mich besser verstecken. Okay, ich kann nicht glauben, dass ich so weit geschafft habe. Aber weiter... Warum führt Jake eigentlich Selbstgespräche? Aber weiter rein komme ich nicht in diese Einrichtung. Aber so wie es aussieht, ist das ein ziemlich wichtiger Raum. Warte mal, ist diese Steintafel da hinten? In dem Fall, das muss doch der sein, von dem Conny gesprochen hat. Was machen sie damit? Oh, da kommt Dr. Fanta und sie freut sich. Alles klar. Seid ihr bereit? Ja, Sir. Wir haben nur auf sie gewartet. Wir können jetzt anfangen mit dem Erwachen. Augenblick, das ist der Owner of Polotkor. Ich find's so schlimm, wie die in dem Spiel immer wieder alles doppelt und dreifach erklären müssen. Ja, ich weiß, das Spiel ist für Kinder gemacht und die wollen, dass man alles versteht. Aber ja, Jake, ich weiß, dass Dr. Fanta der Owner von Polotkor ist. Ja, und ich weiß auch, dass wir Dr. Fanta begegnet sind. Ja, ich frage mich auch, was sie wohl mit dem Erwachen meinen. Alles klar, dann lass uns Alter, Jake ist so gut versteckt da hinten. So, als erstes müssen wir unsere Kreation zum Leben erwecken. Fangt an. Ja, Sir. Okay, er fängt jetzt an. Cyber, Cyber, Hacker, Hacker und... Oh. Er wacht auf. Das Erwachen war ein Erfolg, Sir. Protogon ist live. Vitalwerte sind stabil. Das sind exzellente Neuigkeiten. Nun, lass uns unsere Tests durchführen, bevor wir mit Phase 2 beginnen. Ja, Sir. Okay, er macht jetzt die Tests, die Diagnosen. Dr. Fanta führt wieder Selbstgespräche und sagt, es gibt nichts Großartigeres auf der Welt als das, was wir hier gerade tun. Und es gibt auch nichts Teureres auf der Welt. Alles klar. Und egal, wie viel Aufwand wir... hier reinstecken. Die Welt wird trotzdem immer von Kriegen geplagt sein. Es ist eine wahrhaftige Tragödie, aber der Zweck heiligt die Mittel. Alles klar, ich habe das Gefühl, dass Polotkor da gerade eine Megawaffe baut. Wenn alles
nach Plan läuft, können wir eine Armee von unseren Enhanced Lumions schaffen und wir werden unbesiegbar. Und wir verkaufen sie an unseren... ich glaube nicht, dass das so großartig ist, eine Riesenarmee von unbesiegbaren Lumions zu erschaffen und sie dann an den Höchstbietenden zu verkaufen. Ja, okay, und dann werden wir... Alter, dieses Spiel will mir wirklich reindrücken, okay, Dr. Fanta ist böse. Ich hab's verstanden, Dr. Fanta ist böse und möchte einfach nur viel Geld. Und am Ende können wir die Welt zu einem besseren Ort machen mit dem ganzen Geld. Ah, okay, ich hab's verstanden. Dr. Fanta ist nicht böse, sondern Dr. Fanta möchte die Welt zu einem besseren Ort machen und verkauft dafür Kriegswaffen. Ich schulde sehr viel diesen mysteriösen dunklen Stein, der vom Himmel gefallen ist. Bald werden wir wissen, wie viel Kraft da drin steckt. Bla bla bla. Auf geht's mit Phase 2. Jake steht einfach nur da und denkt sich so, als ob. Oh nein, jetzt wiederholt Jake alles, was eben gesagt wurde. Dr. Fanta möchte eine Armee von Dark Energy Enhanced Lumions erschaffen und sie für Geld verkaufen. Das klingt nicht gut. Ja, richtig, das klingt nicht gut. Ich muss hier schnell rauskommen und Conny davon berichten. Und er läuft raus. Hey, wer war das? Warum es war, er muss alles gehört haben. Na, dann steh hier nicht so rum und hinterher, los. Ja, Sir, ja, Sir. Okay, Jake wird jetzt getötet. Ich komme aus der Arena raus. Ach ja, ich habe keine Lust mehr, Lumion-Trainer zu sein, Leute. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Alter. Also mein nächster Weg ist wahrscheinlich... Augenblick, kann ich hier überhaupt lang gehen? Ich kann hier gar nicht lang gehen. Das ist abgesperrt. Ich verstehe. Ich dachte immer, ich habe die Wahl, aber ich hatte die Wahl gar nicht. Also ich muss jetzt wieder zu Polotkorb gehen und dann mit Jake darüber sprechen. Und wo sind die anderen? Lukas, Lucy und Mabel, ihr konntet mich doch nicht so im Stich lassen. Oh, da kommt Jake. Oh, gut, dass du da bist, Conny. Ich habe nicht die Zeit, dir jetzt alles zu erklären. Nimm diese Keycard und mach was auch immer du kannst, um Dr. Fanta aufzuhalten. Yay, yeah, ich habe die Silber Keycard bekommen. Und sie ist jetzt in meiner Items-App. Polotkorb ist nicht das, wonach sie von außen hin aussehen. Also Dr. Fanta möchte halt schon die Welt zu einem besseren Ort machen, aber denkt halt, dass Kriegswaffen verkaufen, der... Es ist dämlich. Es ist eine dämliche Storyline, okay. Du musst dort rein und es dir selbst angucken. Nur du kannst sie aufhalten. Und warum willst du mir dabei nicht helfen? Ich muss jetzt gehen. Seh dich später. Okay. Ey, du da. Hast du einen jungen Mann hier vorbeikommen sehen? Er hat unsere Private Intelligence gestohlen. Direkt bei den Polotkorb Hauptquartieren und muss aufgehalten werden. Wenn du dieses Individuum siehst oder irgendetwas über ihn herausfindest, was uns hilft, ihn einzufangen, dann berichtest du sofort der Polizeiwache. Alles gut. Lass uns weitersuchen. Okay, dann muss ich jetzt wohl der Polizei berichten. Das ist ja jetzt mein Job. Polizei, Polizei, da ist jemand eingebrochen bei Polotkorb. Der hat mir diese Karte gegeben. Hallo Polizei, Entschuldigung. Sie sagt genau das gleiche wie sonst auch immer. Kann ich hier einfach durch? Nee, was soll das denn? Okay, dann kann ich hier nicht durch. Gut, ich darf nicht petzen. Dann muss ich halt wohl das machen, was ich immer machen soll. Mit meinem riesen Lumion hinter mir heimlich reinschleichen. Machen wir. Aber Leute, ich habe auch nicht ewig Zeit und mir ist auch viel zu heiß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video heute gefunden habt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Lumion Legacy Videos verpassen wollt. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!